Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zuschauerschlacht, hier eingesendet von Robin, der die Grünen heute spielt gegen die Skaven. Sehr, sehr schöne Armeen, finde ich persönlich. Wir schauen uns als erstes die Formation an von Robin. Er hat Wildorks, Moschas dabei, dann Ork-Moschas und das Ganze immer wieder in Kombination, schön durchgemischt. Massiver Schaden. Wenig Rüstung, aber wer braucht das schon gegen eine Skaven-Armee? Er hat eine schöne breite Linie dadurch hinbekommen, nicht schlecht. In der Hinterhand, in der zweiten Reihe, befinden sich bei ihm die Trolle. Trolle haben Regeneration, rüstungsdurchdringenden Schaden. Sehr coole, schöne Einheit, ich mag sie echt gerne, aber sie haben eine sehr geringe Führerschaft von 55. Trolle hat er ganze drei Regimente dabei, 1, 2, 3 mal. Dann hat er als Fernkampfeinheiten Goblin-Bogenschützen zweimal mit am Start. Und in der Mitte befindet sich sein HQ in Form von Goblin-Gargboss zweimal auf Reittier. Und sein General ist der Wurzack mit dem ein oder anderen schönen Zauber wie hier zu sehen. Herrlich. Jetzt geht's los. Was hat er auch mit dabei? Sehr schön. Okay. Wir gucken uns nochmal seine hintere Reihe an. Dort hat er zu stehen Goblins mit Schild und Speer, um seinen Rücken zu schützen mit zwei Regimentern. Sein Gegenüber, der Skaven-Spieler, auch eine sehr schöne Armee, hat in vorderster Front zu stehen Clanratten mit Speer und Schild. Auch schöne Einheiten, die halten auch eine ganze Menge aus. Haben eine Verteidigung von 36, aber nur 18 Nahkampfangriff. Viel Schaden kommt bei denen nicht rum. In der zweiten Reihe hat er aufgestellt Clanratten, ganz normal. 1, 2, 3 Regimenter, wenn ich es richtig sehe. Nein, 4 Regimenter hat er dabei. Und in seiner dritten Kampflinie befinden sich Sturmratten mit Hellebarde. Hier zu sehen, die haben noch einen höheren Nahkampfabwehr von 38 und machen auch ein bisschen mehr Schaden mit einem Nahkampfangriff von 22, sind rüstungsdurchdringend und gegen große Feinde und gepanzert mit 90 Rüstung. Also das sind wirklich starke Einheiten, die kosten glaube ich 1000 oder 1100 gegen große Feinde. Aber wenn ich hier so rüber gucke, jo, die Trolle würden sie auf jeden Fall zerlegen. Und sie werden auch sich ganz gut schlagen gegen Goblin-Garg-Bosse und gegen den Wurzak-Welle, wenn sie auf Reittieren unterwegs sind. Oh, sieht man auch selten, finde ich. Spiele ich auch persönlich sehr selten, weil sie oft nicht schießen können. Warpflammenwerfer, aber eine schöne Einheit. Sieht richtig cool aus, die Jungs. Und ja, gucken, wenn die sich mal ein bisschen bewegen. Zack. Wirklich eine sehr, sehr schöne, sexy Einheit. Herrlich, herrlich, herrlich. Gut. Als Artillerie hat der Skaven-Spieler sich auch noch mal was einfallen lassen. Und zwar hat er mit dabei solchen Klauenkatapult. Zweimal in der Rückhand, sind aber nicht geschützt. Ja, was wird sein Plan sein? Ich denke mal, er möchte die Linien einfach lange halten. Man sieht das hier, er hat hier schön Platz gelassen, so dass seine Clanratten hier sogar noch durchgehen können und mit in die Frontlinie wirken können. Hiermit wollte er bestimmt den ersten Angriff abfangen, um dann mit den Sturmratten mit in das Gefecht einzugreifen. Deswegen hier wahrscheinlich auch diese große Lücke. Und dann am Ende sollen die Sturmratten wahrscheinlich alles, was groß ist und gepanzert, vernichten. Währenddessen dann die Warpflammenwerfer hier in die feindlichen Reihen schießen. Ich denke, das war sein Plan. Als General hat der Skaven-Spieler Skroik mit dabei. Skroik hat auch den einen oder anderen Zauber mitbekommen. Na komm her. So. Wir gucken mal, was er so dabei hat. Ja. Okay. Ja, das ist auch stark. Und Rattenflut. Okay, so das Übliche, was man so mitnimmt. Aber er hatte sehr viel, er hat fast alles mit dabei. Bei das alles durchcasten kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, er wird eher Probleme mit den Magiereserven haben. Na gut.
Wir schauen uns an, was in dieser Schlacht passiert. Ich glaube, versteckte Einheiten oder im Rücken aufgestellte Einheiten sehen wir gar nicht. Die ersten Schüsse der Artillerie kommen. Er ist gezwungen anzugreifen, da er definitiv den Fernkampfvorteil hat. Deswegen müssen die Grünen heute hier den Weg nach vorne suchen. Aber die Linie ist schön breit gefächert. Dadurch hat der Skaven-Spieler dort keinen Vorteil, was das angeht. Oh, die ersten schönen Treffer schlagen hier in die Ork-Moschers ein. Ist auch das richtige Ziel, weil sie gepanzert sind. Oh mein Gott, ich bin wirklich gespannt, was hier passiert. Oh, er hat die Trolle gefokust. Ich glaube, er fokust die Trolle. Oder es war einfach nur ein, ja, Fail-Schuss, man weiß es nicht. Herrlich, herrlich, wie diese beiden Riesenarmeen aufeinandertreffen. Es ist einfach so geil, Leute. Und hier, die Katapulte schießen weiter. Oh Gott, das ist so sexy. Okay, er zieht seine Clanratten mit Speer zurück. Er ist doch in den Angriff. Und wie ich es gesagt habe, seine Clanratten kommen hinterher. Oh mein Gott, die nächsten Treffer, der Artillerie-Treffer. Aber sie haben gar nicht so geschafft. Oh, jetzt sehen wir hier die Warpflammenwerfer reinschmettern. Oh mein Gott, sehr, sehr schöne Frontlinie. Und ich liebe diese großen Schlachten bei Einheiten wie Skaven oder Grünhäuter-Armee, die nicht so elitär aufgestellt sind. Mal gucken, ob das eintritt, was ich denke. Ich glaube nämlich, dass die Goblin-Wargag-Bosse hier den Kampf suchen werden mit dem General Seuchenherrschers Greug. Der Warg wurde ausgesprochen und wir schauen, was weiter passiert. Oh. Aber die Skaven brechen hier schon. Die Linie bricht zusammen. Die ersten Skaven fliehen. Jetzt müssen die Sturmratten ran. Sehr schön. Die sollten ein bisschen länger halten. Oh Gott, und die Warpflammenwerfer wurden von den Bogenschützen der Grünen heute ausgeschalten. Oh, das sieht nicht gut aus für den Skaven-Spieler. Totales Überrennen ist hier angesagt. Und genau was ich mir gedacht habe. Hier mit diesen drei Einheiten wird er Skroik sehr schnell vernichten. Wenn Skroik fällt, bricht die Moral der Skaven definitiv zusammen. Es sieht nicht gut aus. Viele Einheiten fliehen. Das drückt auf die Moral. Aber hier die Sturmratten schlagen sich wirklich super gegen die Trolle. Das war auch abzusehen. Die Trolle haben eine niedrige Moral, sind jetzt schon bei minus 9. Werden auf jeden Fall gleich das Weitesuchen sich regenerieren und wieder zurück in den Kampf kommen. Hinten hat er noch seine Gobbos zu stehen, die auf weitere Befehle warten und die werden jetzt auch von der Artillerie gefokust. Hier vorne kompletter Zusammenbruch der Skaven. Ich denke, das Spiel wird nicht mehr lange gehen. Das war der Orc Rush des Todes, meine Lieben. Die Skaven einfach überrannt. Ich habe auch noch gar keinen Spawn gesehen. Hat er schon irgendwas gezaubert, der Skorg? Ich weiß nicht. Aber spätestens wenn Skroik gleich fällt, ist das GG. Er bricht schon. Da kommt er nicht mehr weg. Erst so langsam die Heldeneinheiten und der General sitzt auf einem Pferd. Dann wird Skroik fallen. Dann bricht das absolute Chaos bei meinen kleinen süßen Skaven aus. Und Skroik ist immer noch am Fliehen. Eieiei, und das war's schon. Sehr, sehr schnelles Game. GG an Robin. Den hast du auf jeden Fall ordentlich zerlegt, den armen kleinen Skaven-Spieler. Ja, er hat halt übelst auf Masse gebaut und wir sehen es. Ja, Clanratten haben dem Ganzen hier nichts entgegenzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit sind die Kills hier auf teilweise über 100 geschmettert durch die Wildorg-Moschers. Wahnsinn, schönes, schönes Spiel. Geiles, geiles Game. Gut aufgestellt auf jeden Fall. Auch die Artillerie hat nicht so viel weggerissen mit 27 und 40 Kills. Dafür ging das Gefecht einfach zu kurz. Auch die Warpflammenwerfer wurden schön gefokust durch die Fernkampfeinheiten der Orks und haben keine Sonne gesehen. Ja, auch die Sturmratten konnten nicht wirklich zum Einsatz kommen. Davon würde ich auch immer nur so zwei Regimenter oder so mitnehmen. Und nicht so viel, dann vielleicht lieber solche Menschen oder sowas in der Richtung. Na gut, okay, war ein schönes Game gewesen. Wenn es euch gefallen hat, schmettert mir noch einen Daumen nach oben rein. Ihr könnt mich auch mega gerne abonnieren. Und
Ja, und wenn ihr mir auch einen Replay einschicken wollt, bin ich auf jeden Fall heilfroh drüber. In meiner Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord. Dort habe ich einen Warhammer-Kanal und einen Replay-Channel. Dort könnt ihr mir eure Replays senden, die ich dann wirklich liebend gerne für euch kommentieren werde. Und solltet ihr euch mal wieder ein neues Spiel gönnen wollen oder eine DLC oder sonst was, benutzt doch aus der Videobeschreibung meinen MMOGA-Link. Dort findet ihr Spiele sehr krass rabattiert. Und das Angebot ändert sich wirklich täglich oder wöchentlich, je nachdem, wann man gerade reinschaut. Und ihr könnt dort wirklich bares Geld sparen und ich kriege ein kleines bisschen Provision, was mich auf jeden Fall sehr freuen würde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, meine Lieben, und freue mich, euch bei der nächsten Schlacht begrüßen zu dürfen. Haut rein, euer Fearscream. Bye bye.